Der UFC, er darf einen weiteren Neuzugang am Biberer Berg begrüßen, Matteo Andrzejczyk. Herzlich willkommen in Offenbach und die allererste Frage, wie kam es denn zur Vertragsunterschrift? Erstmal vielen Dank, ich freue mich hier zu sein und mein damaliger Co-Trainer Bernd Winter, der hier Teammanager und auch Co-Trainer ist, hat mich eingeladen zum Probetraining. Ich wollte natürlich dabei sein, ich wollte es probieren, ich habe es geschafft, ich bin endlich im Team und ich freue mich hier zu sein. Da hast du uns ja jetzt schon einen kleinen Hinweis auf deine Vergangenheit gegeben, dann wahrscheinlich damaliger Co-Trainer beim FSV Frankfurt. Hast du denn da auch mit dem Fußballspielen angefangen oder wie kamst du zum Ball? Ich habe bei den Kickers 16 in Frankfurt angefangen, bin dann zum FSV 2 Jahre und dann war ich sogar 3 Jahre bei den Kickers in der Jugend und bin anschließend wieder zurück zum FSV und bis zu den Profis hoch. Und ja, dann war ich 1 Jahr noch bei der, beziehungsweise 2 Jahre bei den Profis, bin dann nach Nordhausen in die Regionalliga Nordost 2 Jahre, 1 Jahr nach Kroatien und jetzt bin ich hier. Das heißt, deinen zukünftigen Co-Trainer, den kennst du denn, kennst du schon mal? Kennst du denn noch andere aus der Mannschaft? Also ich kenne den Jason Breitenbach, kenne ich noch persönlich, also wir sind Freunde. Sonst kenne ich eigentlich niemanden außer jetzt die Jungs, die ein bisschen höherklassig gespielt haben, dritte, zweite Liga. Vom Namen her kennt man natürlich und sonst leider nicht. Nee. In den Testspielen, in den 3 Stück, haben wir dich ja schon spielen sehen. Für alle, die vielleicht jetzt noch nicht so verfolgt haben, wo auf dem Platz bist du denn zu Hause? Wo fühlst du dich besonders wohl? Ich fühle mich am wohlsten, sage ich mal, im zentralen Mittelfeld, auf der 6. Ich denke mal, das ist meine stärkste Position. Auf der Innenverteidigerposition kann ich auch spielen. Aber wie gesagt, auf der 6, da fühle ich mich pudelwohl. Sind eher so der klassische brachiale Abräumer oder eher derjenige, der das Spiel von hinten raus gestaltet? Ich denke mal, ich kann beides. Mir macht beides auch Spaß. Ich will den Ball haben, ich will den Ball verteilen. Ich will auch in die Zweikämpfe gehen, ich will auch in die, ich sag mal, harten Zweikämpfe rein, wenn es sein muss. Und ja, ich mache den Staubsauger. So bin ich. Und jetzt also dann im Dienste des OFCs. Du hast hier schon mal ein paar Jährchen gespielt. Das heißt, der Verein ist dir nicht ganz fremd. Was weißt du denn über Kickers Offenbach schon? Ja, damals, wo ich zu den Kickers gewechselt bin, sind die aus der 2. Liga in die 3. abgestiegen. Und ich kenne die Kickers aus, sage ich mal, besseren Zeiten, aus höherklassigen Zeiten. Und ich sehe Kickers immer noch da, mindestens in der 3. Liga. Und wo ich damals bei den Kickers gespielt habe, war ich auch Balljunge. Deswegen, da sind noch ein paar Legenden, die ich auch noch im Kopf habe, die ich nicht vergessen werde. Und ja, Kickers ist ein Riesenverein für mich und ich freue mich, wie gesagt, hier zu sein. Dann kennst du wahrscheinlich auch so die Charakteristik der Waldemar-Klein-Tribüne, der Stehplatztribüne, weißt, wie es da im positiven Sinne abgehen kann, weißt aber wahrscheinlich auch, dass das auch richtiger Druck sein kann, wenn es mal nicht so läuft, oder? Klar, ich meine, ich als Kind, ich war selber mal auf der Waldemar-Klein-Tribüne, aber da, wo das Stadion, also das Altstadion noch war, klar, also das Positive an den Fans ist, dass halt super Fans, es kommen zahlreiche Fans, auch in der Regionalliga. Klar, man hat Druck, man muss mit dem Druck umgehen können. Ich denke mal, ich kann das, ich denke mal, die ganze Mannschaft kann das und ja. Ich denke mal, du wirst jetzt umziehen müssen, wenn du aus Kroatien hierher kommst. Und da dürfte jetzt aber wahrscheinlich für dich ein Vorteil sein, dass du so ein bisschen ein Kind der Region bist. Das heißt, Offenbach auch als Stadt ist dir jetzt nicht ganz fremd. Nein, natürlich nicht. Offenbach ist mir nicht fremd. Ich habe mein ganzes Leben in Frankfurt gelebt. In Offenbach habe ich auch gespielt und ich kenne mich hier bestens aus. Ja, für mich wird das kein Riesenumzug sein. Meine Eltern leben noch hier, von daher ist das okay. Das heißt, du kommst jetzt also nach Offenbach sicherlich dann auch mit dem Ziel, hier maximal erfolgreich zu sein. Ja, natürlich. Ich meine, wir haben eine super Mannschaft, wir haben super Qualität in der Mannschaft. Auch Leute, die, wie gesagt, höherklassig gespielt haben, die richtig viel Qualität auf den Platz bringen. Und ja, ich will maximalen Erfolg haben, ich will meinen Teil dazu beitragen. Und ja. Gut, dann vielen lieben Dank und herzlich willkommen in Offenbach nochmal. Vielen Dank.